Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Part von WM Pack and Play. Und heute machen wir Kroatien. Und die eigentliche Special-Karte, um die es sich drehen soll, ist der Man of the Match von Rebic aus dem DFB-Pokal-Finale von Frankfurt. Und wenn es euch heute gefällt, Like da lassen, kommentieren und mich gerne unterstützen, würde mich natürlich sehr freuen. Und ich habe noch eine weitere Special-Karte für diese Serie gekauft. Die seht ihr dann gleich im Team. Und zuvor werden wir dann mal das Silber-Set ziehen. Immer noch diese 5K-Sets. Aktuell keine SBC im Silberbereich verfügbar, die ich noch abschließen kann. Deswegen ziehen wir das Set, weil es am besten ist, weil da halt 12 Spieler drin sind. Da ist die Auswahl halt. Ja, wobei auch nicht immer sagen kann, sie ist besser, denn es kann auch Müll dabei rauskommen. Mal gucken, was hier rauskommt. Ein tschechischer Innenverteidiger, oh, das ist einer meiner Lieblinge. In dem Sinne, den habe ich gerne mal gespielt in alten FIFA-Teilen. Der ist ja immer wieder von Chelsea verliehen worden. Und ja, das ist schön. Gucken wir mal, was wir da hinkriegen, was wir gezaubert kriegen. Und ich glaube, wir nehmen den von vorher. Müssen wir mal, was wir für Alternativen haben, hier für Möglichkeiten zu verlinken. Aber es wird wohl sehr wahrscheinlich auf diesen tschechischen Spieler hinauslaufen oder auf einen Italiener. Aber der Serie B müssen wir gucken. Packen wir jetzt mal alles zum Verein und die doppelten auf die Transferliste. Und wir sehen uns dann im gebauten Team wieder. Ich denke mal, ich werde mich für diesen Tschechen hier entscheiden. So, ich habe das Team mal fertig gebaut und ja, ich habe hier schon meinen nächsten Spieler eingebaut, den ich eigentlich in der nächsten Folge zeigen wollte. Deswegen habe ich mich jetzt spontan dazu entschlossen, eine Doppelfolge heute rauszuhauen. Und zwar Serbien und Kroatien, weil das chemietechnisch jetzt nicht anders machbar war auf die Schnelle. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, den Rebic besser einzubauen mit dem Spielermaterial, was ich hier vorgegeben habe. Ich habe mich nämlich folgendermaßen entschieden. Fangen wir mal an mit dem Rebic, um den Preis zu sehen, was ich bezahlt habe. 15.000 ist also Abschlusspreis. Wie gesagt, ist der Man of the Match vom DFB-Pokalfinale. Dann den angekündigten Special Gas, den habe ich wirklich billig erfiltert. Er sniped den Kramaric, den 87er Stürmer. Und sein 86er kostet auch um den Dreh. Ich habe wirklich gut den Filter eingestellt, um den zu bekommen für den Preis, weil normalerweise ist der ein bisschen teurer. Das war ein guter Deal. Und dann zum Kostic, dann haben wir halt in dieser Serie halt keine 32 Folgen, sondern nur 31 Folgen und ich habe eine Special-Folge rausgehauen. Ist ja auch nicht schlimm, wenn euch das auf jeden Fall so gefällt, gerne mal ein Like da lassen. Kostic als Mittelstürmer war jetzt nicht so günstig oder billig, wie auch immer man das sehen möchte. 12.500, ordentlicher Preis für ihn, weil er halt mit seinem schwachen Fuß bei vielen nicht so beliebt ist. Ich mag ihn auf jeden Fall, cooler Spieler, deswegen eigentlich ein solider Preis. Und dann das restliche Team ist dann hier mit Garbinovic, ich hoffe man spricht mal so aus, mit Darida, Traoré, Karabek. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Dann Kalas, den Tschechen, ja, der bei Fulham mitspielt. Dann bin ich nämlich in die zweite englische Liga gegangen mit Wiedwald, Ex-Bremer aus der Bundesliga, ein Chester, der hat ja bei der Europameisterschaft mit Wales gut rasiert, hatte sogar ja einen Man of the Match bekommen und den Taylor, damit hier alle schön auf Chemie sind. Ihr könnt es auch sehen. Und das war das Problem halt, ich hatte auf die Schnelle keinen passenden Spieler hier für Kravanovic, weil der halt nicht auf volle Chemie gekommen wäre ohne einen weiteren grünen Link. Und deswegen musste ich jetzt Kostic nehmen und deswegen habe ich mich jetzt spontan entschlossen, Serbien und Kroatien in eine Folge zu packen. Und wie gesagt, gerne mal kommentieren. Und dann, was in der nächsten Folge kommt, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich geplant, dass Serbien kommt. Ich denke mal, wir werden dann irgendwas anderes machen, aber das liegt ja noch in der Zukunft. Auf jeden Fall viel Spaß jetzt mit dem Gameplay. Ich hoffe, wir können diese Folge wieder erfolgreich bestreiten.
Der hat Tempo, der kann gehen, der schickt Kostic. Dem verspringt auch noch der Ball, aber der macht ein geiles Tor. Ich dachte eigentlich mit 2 Sterne schwacher Fuß rastet der nicht so aus, aber es war auf jeden Fall definitiv die richtige Entscheidung, den zu holen. Und hier seht ihr nochmal den schönen Abschluss gegen Schech, den Tschechen. Cool, 1-0 für mich. Ja, es leckt mega und das war ein Eigentor vom Gegner, 2-0. Ich weiß nicht, wie ich das reinschneiden soll, weil es ist halt blöd, dass es leckt. Aber ihr seht es hier nochmal in der Wiederholung. Er will dazwischen gehen und haut den sich selber ins Tor und kann nicht mehr reagieren, weil es halt geleckt hat. Das ist natürlich für mich cool, aber natürlich blöd. Wenn mir sowas passiert wäre, ich wäre sehr wahrscheinlich total ausgerastet. Wieder gespielt, sehr gutes Spiel. Wenn ich so weiter spiele, bricht der Gegner noch irgendwann ab. Und das war, ich weiß gerade nicht, was war, aber schöne Parade auf jeden Fall. Schöner Schuss. Ah, Morata gegen Wiedwald. Und da ist das 2-1. Naja, ein kleiner Dämpfer in meiner schönen Serie gerade. War natürlich auch wieder schlecht von der Abwehr, dass wir so offen waren. Oh, 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 oh. Scheibenkleister, das ist das 2-2. War nicht gut verteidigt. Und sein Mané müsste es sein, macht das 2-2. Ne, das ist Kalou, oder? Ja, die Gesichter in FIFA. Man kann es nicht eindeutig erkennen, aber ja, schlecht verteidigt von mir, muss ich ehrlich zugeben. Fehler, 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 Fehler. Und das ist gerade hier nicht wirklich passiert, oder? Das 3-2. Durch Morata war es, glaube ich, schon wieder. Ja, er war es schon wieder. Toll. Scheiß Dreckstor. Und das macht mich gerade sprachlos. Das 4-2. Nein, 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 nein. Das gibt dann wohl die höchste Niederlage in dieser Serie mit 5-2. Ich habe mal wieder richtig beschissen verteidigt gerade. Und der Gegner hat richtig gut aufgedreht. So, das Spiel ist vorbei und der beste Mann war Kramaric, der nicht mal ein Tor getreten hat. Und ja, erst sah das Spiel so aus, als würde ich den Gegner an die Wand spielen, er würde quitten. Aber nein, so ist nun mal FIFA eben. In einem Moment bist du super und im anderen Moment bist du super deprimiert und könntest das Spiel gegen die Wand schmeißen. Was weiß ich. Auf jeden Fall richtig scheiß Spiel für mich. Richtig gut angefangen. Viele Chancen liegen gelassen. Ich weiß nicht, was ich alles reinschneide. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Und dann am Ende total eingebrochen, mein Team. Da ging gar nichts mehr und deswegen verdient 5-2 verloren. Aber wenn ihr trotzdem Spaß hattet, wegen Kostic, ersten Tor auf jeden Fall schon. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, deswegen einzuschalten. Dann gerne den Like da lassen und kommentieren. Und auf jeden Fall, ja, zum WM-Start dieses, ja, spontane Double-Folge. Auf jeden Fall, ja, spontan so entschieden und ich bereue es nicht. Team hat auch eigentlich gut Spaß gemacht, aber nur leider am Ende, wie gesagt, eingebrochen. Das ist natürlich schade. Deswegen, ja, der Sieg vom Gegner war leider nicht verdient aus meiner Sicht. Unverdiente Niederlage, aber so ist nun mal eben FIFA und ich hoffe, im nächsten Match können wir dann wieder gewinnen und dann sage ich auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.